Wer meinen Blog oder meinen Instagram-Account oder auch meine YouTube-Shorts in letzter Zeit etwas verfolgt hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich in Italien war. Anlässlich meines Geburtstags sind wir nämlich für 8 Tage mit dem Interrail One Country Pass nach Italien gefahren. Und von genau dieser Reise will ich euch heute gerne ein bisschen mehr erzählen. Gestartet sind wir am Freitagmittag hier in Innsbruck und sind mit dem Zug nach Florenz. In Florenz blieben wir dann 2 Tage, einen ganzen Tag, das war der Samstag. Und Sonntag fuhren wir dann um ca. 15 Uhr weiter nach Rom. In Rom haben wir beschlossen, bleiben wir etwas länger, nämlich 4 Nächte und 3 komplette Tage. Ich kannte bereits beide Städte, Florenz und Rom, und ich bin einfach ein riesiger Rom-Fan und weiß, dass Rom wirklich groß ist und nicht mal 3 Tage reichen wirklich. Aber in 3 Tagen kann man schon ein schönes Stück von Rom sehen und die Hauptsehenswürdigkeiten. Am Donnerstag dann, also nach 4 Nächten in Rom, sind wir weiter nach Neapel, nachdem ich ziemlich viel von Neapel gehört habe und eigentlich auch unbedingt die Pizza probieren wollte. Und mein Hauptziel war Pompeji. Ich wollte immer schon Pompeji sehen. Also sind wir nach Neapel für 2 weitere Nächte, ein halber Tag mit Ankunft in der Früh in Neapel und dann noch einen ganzen Tag in Pompeji. Am Samstag, also circa 8 Tage später, ging es dann wieder mit dem Zug zurück, und zwar von Neapel direkt nach Bozen, hatten wir einen direkten Zug von 6,5 Stunden. Das war eigentlich extrem angenehm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und dann wieder von Bozen zu Brenner und Brenner Innsbruck. Wir hatten einen 3 Tage in einem Monat Interrail Pass. Nachdem ich herausgefunden habe, dass die Strecke von Rom nach Neapel, wenn man sie so kauft, eigentlich gar nicht so teuer ist und sich vielleicht die 4 Tage in einem Monat gar nicht rentieren. Ich würde daher unbedingt empfehlen, wenn du etwas Ähnliches machst, schau dir die Preise der Züge an. In diesem Fall in Italien ist es Trenitalia. Und rechne dir mal durch, was es dich kosten würde, wenn du die Tickets jetzt so einzeln kaufst. Genau, wir sind mit dem Interrail Mobile Bus gereist. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Mobile Bus gereist bin, und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Aber dazu mache ich noch einen eigenen Post. Einen Post habe ich schon geschrieben, aber ich mache noch mal ein eigenes Video dazu. Also gehen wir heute nicht wirklich darauf ein. Florenz ist ziemlich gut zu erreichen zu Fuß. Wir sind eigentlich den ganzen Tag zu Fuß unterwegs gewesen, in jeder Stadt, auch in Rom. In Florenz sind die Distanzen gar nicht so groß und du entdeckst ziemlich viele Seitengassen, dann wieder irgendein neues Gebäude. Also das ist in Italien allgemein mit den ganzen römischen Gebäuden. Du laufst herum und plötzlich stehst du vor einem Gebäude und sagst, oh, das sieht aber cool aus. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das da ist. Und so ist Florenz auch. Mein eigentlicher Plan war, der ist nicht aufgegangen. Am Sonntag, wenn wir schon einen Tag Interrail nutzen, um nach Rom zu kommen, mit dem Zug nach Pisa zu fahren und Cinque Terre und beides anzuschauen. Leider habe ich unterschätzt, dass man nach Cinque Terre 4 Stunden braucht mit dem Zug von Florenz und nach Pisa auch fast 1,5–2 Stunden. Das heißt, der halbe Tag wäre mit Zugfahren draufgegangen und wir wollten ja noch nach Rom fahren und es war mein Geburtstag. Das heißt, ich wollte eigentlich nicht den ganzen Tag im Zug verbringen und auch nicht zu spät in Rom ankommen, weil wir wollten ja noch essen gehen. Also haben wir diesen Plan etwas verschmissen, sind früher schon nach Rom, weil ursprünglich wollte ich eigentlich erst um 5 oder 6 nach Rom. In diesem Fall sind wir schon um 3. Allerdings hatte der Zug 1 Stunde Verspätung. Das hat mich ein bisschen genervt, aber war dann auch okay. Hatten wir in Rom ein Airbnb und in der Nähe vom Bahnhof, um die 10 bis 15 Minuten zum Gehen, also eigentlich nicht weit weg. Das Apartment war ein Traum. Wir stehen ziemlich früh auf. Wir haben einen etwas komischen Rhythmus seit einem halben Jahr, da mein Freund nämlich in der Frühschicht arbeitet und daher schon um 4 Uhr spätestens aus dem Haus muss. Und daher haben wir eigentlich beschlossen, dass ich mich seinem Rhythmus anpasse, mit ihm auch um 8 Uhr schlafen gehe
oder manchmal auch erst um 9 und dann auch um 4, 5 Uhr in der Früh aufstehen. Und das haben wir auch im Urlaub so beibehalten. Denn der Riesenvorteil ist, du kannst durch die Stadt laufen ohne Touristen. In Rom waren wir zum Beispiel 3-mal in der Früh beim Trevi-Brunnen, um den Trevi-Brunnen alleine zu fotografieren. In Rom am meisten Tag haben wir dann, wir waren ja ein bisschen unterhalb, sind dann rauf, wir waren 15 Minuten vom Kolosseum entfernt, zum Kolosseum, wunderschöne Fotos um 6.30 Uhr in der Früh ohne irgendwem, weiter zum Trevi-Brunnen, weiter zum Pantheon, weiter rauf zur Engelsburg, also der Plaza Novana oder wie der heißt, mit zwei wunderschönen Brunnen, der Neptunbrunnen ist da, der ist auch nicht zu beeindruckend, der andere mehr, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dann rauf zur Engelsburg und von der Engelsburg sieht man eigentlich schon den Vatikan, dann sind wir weiter zum Vatikan. Da waren wir dann um 10 und da war natürlich schon viel los. Da sind sie schon ziemlich angestanden, aber wir waren beim Überlegen, auch in der Früh um 6 Uhr mal zum Vatikan gehen, aber das wäre eine Stunde laufen gewesen und ich habe dann gesagt, nein, lieber nur zum Trevi-Brunnen, der ist eine halbe Stunde. Wir sind dann diesen Tag vom Vatikan hintenrum in einem Park und dann eigentlich zurückgelaufen, haben dann ein ganz schönes Viertel gefunden. In diesem Viertel kann man wirklich schon, es gibt voll viel Bars oder kleine Restaurants mit 5, 6 Tische vorne draußen, auch ziemlich gutes Eis, kann ich euch empfehlen. Und da kann man wirklich gut was trinken gehen oder auch essen, das Essen sah wirklich gut aus. Nur hatten wir keinen Hunger, als wir da waren. Am zweiten Tag in Rom, am Dienstag, sind wir dann in der Früh gleich um 9.15 Uhr ins Kolosseum. Dann musst du das Ticket vorreservieren und eine Stunde auswählen, um ins Kolosseum zu gehen. Das Kolosseum, es wurde empfohlen, 45 Minuten bis eine Stunde. Wir waren 2 Stunden. Danach sind wir direkt ins Forum Romanum. Es steht draußen, dass man eigentlich nichts essen darf. Deswegen haben wir noch reingehen ins Forum Romanum gegessen. Aber wir haben ziemlich viele Leute gesehen, die da was gegessen haben. Also, vielleicht sind sie im Sommer strenger, aber immer als nicht. Wir waren dann bis 16.30 Uhr, also von 11 circa weg, bis 16.30 Uhr im Forum Romanum. Das, als ich es das letzte Mal gesehen habe, 2015 glaube ich war das, oder 2016, die Hälfte hatte. Es gab so viele Bereiche, die ich gar nicht gekannt hatte und man braucht wirklich, also wir hätten noch länger brauchen können. Wir haben jetzt alles gesehen, aber irgendwann mit dem Kolosseum vorher war dann auch die Luft draußen und dann sind wir mehr rumgelaufen und haben einfach nur ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir es genossen haben. Na doch, eigentlich schon die Aussicht ein bisschen genossen, und aber auch weniger Fotos dann gemacht. Aber ich liebe beides, ja. Am dritten Tag hatte ich eigentlich eine Route gedacht für den ganzen Tag, die wir um 8 in der Früh schon fertig hatten. Wir sind nämlich noch früher aus dem Haus, um zum Trevi-Brunnen zu kommen. Und dann wollte ich an diesem Tag eigentlich die spanische Treppe sägen und dann rauf auf den großen Platz, der oben ist. Und da ist ein Park daneben. Ich muss euch die Namen alle raussuchen, so gut bin ich natürlich nicht vorbereitet. Jetzt Park Progress oder irgend sowas in die Richtung. Und das wollten wir anschauen am ganzen Tag. Ja, waren wir am Trevi-Brunnen. Ah, ist nur die spanische Treppe ist nur 8 Minuten zum Gehen. Gehen wir zur spanischen Treppe. Ah, der Platz ist nur 8 Minuten zum Gehen. Gehen wir zu diesem Platz. Ah, jetzt sind wir schon da. Gehen wir zur Aussichtsplattform. Ah, jetzt sind wir schon da. Gehen wir in den Park. Im Endeffekt sind wir dann wieder zurück, waren um 8 wieder zurück in der Nähe vom Apartment und konnten direkt, als der Supermarkt aufmachte, noch ein Brot kaufen, weil wir eigentlich nichts mehr zum Essen hatten oder zu frühstücken. Sind heim, haben gefrühstückt und mal 2 Stunden entspannt, bevor wir dann weiter sind Richtung, wo haben wir gestartet? In die Thermen. Wir sind in eine römische Therme rein. Das war sehr interessant, weil wenig Touristen da waren. Es war extrem ruhig und auch eigentlich ziemlich schön zum Anschauen und gar nicht so teuer, nur 8 Euro der Eintritt. Und sind dann von da zu einer kleinen Pyramide, das ist ein Grabmal dort, das sich ein Römer machen hat lassen. Sind von der Pyramide dann wieder rauf zu diesem Viertel, was ich euch vorher erzählt habe, haben da noch ein Eis gegessen und etwas getrunken und sind dann eigentlich schon wieder über die, da ist es gibt eine kleine Insel im Tiber, über die Insel, über den Circus Maximus, sind wir dann eigentlich wieder zurück nach Hause. Am
nächsten Tag ging es dann schon nach Neapel und ich war schockiert von Neapel. Ich weiß nicht, warum Neapel so berühmt ist, aber Hauptsache der Kern, wenn du hier den Bahnhof hast und hier ist so ein Berg, wo es nach oben geht, der Kern, Centro Histórico und hier unten das spanische Viertel und hier oben waren wir, ist heruntergekommen. Die Leute sind mega arm dort. Du hast dich nicht sicher gefühlt. Wir haben einen Kaffee getrunken, sie haben uns das Dreifache verrechnet, weil wir kein Italienisch konnten und Touristen waren. Also nicht einmal, sie haben uns nicht um die Vorhinein gesagt, wie es ein Kaffee kostet oder irgendwo angeschrieben. Also rechne damit, dass sie dich als Touristen abzocken in Neapel. Das ist mir in Rom nicht passiert. Also ich habe das schon gehört von Italien allgemein, aber so extrem wie in Neapel ist es mir nicht untergekommen. Die Gassen sind mega eng, die Leute anstrengend. Also ich habe mich null wohl gefühlt in Neapel. Ich werde auch meine ganze Interrail-Route anpassen und ich empfehle dir nicht nach Neapel zu gehen. Die tolle Pizza, von der man erzählt, weiß ich nicht, wo man sie bekommt. Ich habe in Neapel die wenigsten Pizzerien gesehen. Es ändert sich ein bisschen am Abend, da ist mehr Leben auf den Straßen und du siehst die Gebäude oben nicht so ganz und dir fällt nicht ganz auf, dass es so heruntergekommen ist, aber ich kann Neapel nicht empfehlen. Würde ich es nochmal machen, würde ich Salerno fahren und in Salerno schlafen und von dort nach Pompeji. Pompeji waren wir dann am Freitag und Pompeji ist genial, also das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist ein riesiges Areal und es ist wirklich faszinierend, wie gut das ganze Areal erhalten oder wieder aufgebaut worden ist. Ist auch riesig, du kannst den ganzen Tag dort verbringen, also stell dich darauf ein, dass wenn du alles sehen willst, wir waren um 9 Uhr dort und sind um 3 raus. Also brauchst du wirklich den ganzen Tag. Am Samstag sind wir dann direkt zurückgefahren. 6,5 Stunden im Zug sind wir gar nicht so lang vorgekommen. Das war wirklich angenehm, ich liebe Zugfahren. Ich wollte eigentlich noch auf viel mehr eingehen, aber ich glaube, mit dem haben wir das Video eigentlich schon ziemlich gut abgerundet. Da hast du ein bisschen einen Überblick über meine Reise. Genau, wenn du mehr lesen willst, ich habe ein Reisetagebuch geschrieben, während ich da war. Das werde ich dir unten verlinken, das findest du auf meinem Blog. Ich habe auch eine Zusammenfassung geschrieben, wie es war, mit dem Mobile Bus zu reisen. Natürlich all meine Artikel, die ich schon hatte vorher, Interrail Italien Routen, Interrail allgemein. Ich habe ziemlich viel auf meinem Blog an Informationen zu Interrail und es kommt noch viel mehr. Es ist sehr viel in Planung dazu, speziell nachdem ich jetzt wieder neue Erfahrungen habe, die ich mit euch auch teilen will. Neues dazugelernt habe und speziell der Interrail-Routen-Italien-Beitrag, den werde ich noch aufpeppen ein bisschen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Also schaut doch mal auf meinen Blog und checkt alles aus und es kommt noch ein Video, in dem ich nicht nur rede, sondern auch so wie in Amsterdam ein Video, wo ihr Bilder seht, wo ihr Musik habt, wo ihr seht, was wir gesehen haben. Aber das ist ein bisschen mehr Aufwand und das kommt wahrscheinlich erst nächste oder übernächste Woche. Aber seid gespannt darauf, es kommt ganz sicher ganz bald.